Ja, und da sind wir wieder, nachdem wir im letzten Teil noch zwei Siege gesehen haben, allerdings auch zwei Verletzungen. Das heißt, eine Verletzung bei Patrick Freier, die uns 2 bis 3 Wochen kosten wird. Jetzt noch 5 bis 9 Tage, nachdem wir eine Woche natürlich schon hinter uns gebracht haben. Trotzdem war es so, dass sich im letzten Teil noch Rieck verletzt hatte, aber Gott sei Dank nichts länger oder schwerwiegenderes. Also zumindest nichts in den Nachrichten gewesen und wir haben auch gerade nochmal im Status gesehen, außer Freier niemand verletzt, also Rieck im nächsten Spiel einsetzbar. Ja, die Medien sind natürlich auch von Strobel beeindruckt, kein Wunder bei 21 Toren in 17 Einsätzen, also er hat eine bessere Quote als 1,0 und das ist für den Stürmer natürlich alles andere als schlecht, sondern sehr, sehr gut sogar. Im letzten Teil mussten wir immer so zwei dumme Gegentore hinnehmen eigentlich, einmal ein blödes Abstimmungsproblem zwischen Hildebrand und unserem Keeper. Da haben wir einige Freundschaftsspiele, das haben wir allerdings unseren Co-Trainer mal, deswegen haben wir jetzt eine ganze Menge angenommen. Eieieiei. Na, müssen wir mal nachher gucken, ob das alles so passt. Ich weiß gar nicht, ist jetzt eine längere Pause? Ich habe es gar nicht so gesehen. Sehen wir jetzt gleich, wenn wir weitergehen. Hier 6 Tage, nö, es ist ja keine lange Pause. Aber die Winterpause, die ist natürlich hier in dieser Liga etwas kürzer gefasst auch, weil wir sehen auch 24.11., dann 1.12. und dann 8.12. Also die Liga, in der wir uns befinden, in der Oberliga, da kennt man so eine große oder lange Winterpause nicht. Von daher spielen wir hier Woche für Woche unsere Spiele runter. Allerdings nach dem 8.12., so sieht es zumindest aus, haben wir etwas mehr Zeit. Deswegen auch die ganzen Freundschaftsspiele, die gerade unser Co-Trainer für uns angenommen hat. Da müssen wir gleich nochmal gucken, wie nah oder wie eng die Zeitpunkte voneinander entfernt sind, denn ich würde optimalerweise natürlich nicht unbedingt mehr als ein Spiel pro Woche haben wollen. Alleine schon mit den Gedanken dabei, dass wir hier irgendwo dann auch wahrscheinlich ein paar Verletzte haben werden, immer mal dabei. Optimal natürlich nicht, aber wir hoffen es natürlich nicht. So, und hier sehen wir nochmal was. Mertinitz, das ist ja interessant. Der Mann hier, Klaus Mertinitz, den wir ja kennen, 17 Jahre jung und da ist die positive Entwicklung. Lesen wir hier gerade. Also ein Mann, der für die erste Elf natürlich interessant ist. Fortschritte im Training gemacht und den wollen wir natürlich häufiger bringen dadurch auch. Der profitiert natürlich auch von solchen Leuten wie Houllier, von Jones, ja, von denen er eine Menge lernen kann in seinen jungen Jahren. Elversberg 2, das auch ein Team aus der unteren Tabellenregion, also eigentlich wieder ein Spiel, das du gewinnen könntest oder müsstest. Wir schauen nochmal hier die Quoten etwas schlechter als noch im Spiel gegen Völkling, aber immer noch sind wir klarer Favorit. Wir nehmen natürlich an der Pressekonferenz teil. Einige ihrer Spieler haben über die positive Stimmung in der Kabine gesprochen. Ist die aktuelle Form schuld dafür und natürlich das Team spielt mit einer Unbekümmertheit und die gibt natürlich Selbstvertrauen. Also müssen sie sich Sorgen machen, dass eine Niederlage die Zufriedenheit der Spieler extrem beeinflusst. Nein, die Moral ist gut und ich versuche dies natürlich beizubehalten. Leider konnte Elversberg 2 die Erwartungen bisher nicht erfüllen. Was glauben sie denn zu dem Spiel? Es wird ein harter Kampf, aber wenn wir gut spielen, werden wir gewinnen. Patrick Freier war aufgrund einer Verletzung lange abwesend, kommt jetzt aber zurück. Wahrscheinlich wird er nicht spielen, er kommt ja gerade erst zurück und da wollen wir ihn auch jetzt nicht irgendwie einer Verletzung, einer Folgeverletzung aussetzen. Wir sagen mal Lionel Messi, der wird ja fast immer Spieler, Weltfußballer oder Europa, ja, oder Fußballer Europas. Ja, und dieses Jahr ist ja Ribéry mit in der Auswahl, also Messi, Ronaldo und Ribéry. Zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind diese 3 übrig geblieben. Da bin ich mal gespannt, wer es wird. Verdient hätte es dieses Jahr und da müssen wir uns mal alle nicht in die Tasche lügen. Eigentlich nur einer und das ist Ribéry, denn der hat zumindest mal was geholt. Ja, also klar, Barcelona ist Meister geworden und Messi hat 100.000 Millionen Tore in der spanischen Liga geschossen. Aber bitte, das ist die spanische Liga, weiß ich nicht. Da wird wahrscheinlich auch ich möchte jetzt keinen Spieler irgendwie in den Dreck ziehen, aber da würden noch andere Spieler so viel Tore schießen. Ribéry, der hat einfach jetzt auch über Jahre gezeigt und es ist ja jetzt auch einfach nur eine Situationsbetrachtung. Also wir schauen uns das letzte abgelaufene Jahr an und wer war da der erfolgreichste Spieler? Da muss man Ribéry sagen, der hat alles gewonnen mit dem FC Bayern. Und wenn es dieses Jahr Messi oder Ronaldo wird, dann könnt ihr mich echt wegtragen. Also dann ist dieser Pokal oder
ja, diese Auszeichnung dann entsprechend auch der Lächerlichkeit eigentlich preisgegeben, weil sowas kannst du dann eigentlich nicht mehr bringen. So, wir gucken mal. Ja, Roosevelt Jones, Mertinit sogar mittlerweile, schaut mal bitte, sogar auf Nummer 2. Also, das ist ein Junge, der drängt hier natürlich irgendwo rein. Der hat auch volles Talent, potenzielle Fähigkeiten, das ist schon sehr, sehr stark. Wir wollen aber nicht zentral, wir wollen nicht offensiv zentral, sondern wir wollen natürlich zentrales Mittelfeld von ihm wissen. Und ja, da ist er auch der Zweitbeste. Also bringen wir den doch mal. Jetzt habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, ich habe echt manchmal Alzheimer. Wer ist denn jetzt hier? Genau, Houllier, Mertinitz und dann Jones. Also lassen wir Jones auf der Bank schmoren. Aber Mertinitz, der junge Mann, der bekommt jetzt seine Einsatzzeit hier vom Potenzial her. Der Beste. So. Ja, Freya braucht noch einen Moment, ja, zumindest bis zum nächsten Spiel, bis wir ihn wieder einsetzen können. Von daher lassen wir ihn in diesem Spiel, das ja eigentlich vom Papier her einfach aussieht. Aber wie gesagt, solche Aufgaben musst du auch erstmal gewinnen. Gegen Völklung haben wir uns auch erstmal schwer getan. Da sind die Tore auch spät gefallen. Und wir haben gesehen, als es dann Rieck erwischte in der Innenverteidigung, schon war Völklingen da, hat es 1-3 gemacht. Gut, zu einem Zeitpunkt, wo es nicht mehr gefährlich war, aber trotzdem muss man solche Spiele ernst nehmen. Ja, in ja, Violett, oder was ist das für eine Farbe? Ich würde Violett sagen. Elversberg 2 von rechts nach links, Pirmasens in Weiß von links nach rechts. Und auch da sehen wir wieder, dass die Zeit voranschreitet, ohne wirklich das, was passiert. Da sind die beiden jungen Spieler gerade im Zusammenspiel gewesen. Strobel! Und das ist der Pfosten. Das ist der Pfosten. Strobel, wir hatten im letzten Spiel schon Pech. Dreimal Aluminium und trotzdem drei Tore von Strobel. Aber der Ball ist noch heiß. Der Ball ist noch heiß. Ola, Lekan und Baum. Da ist wieder Houllier. Baum, der spielt den Ball in den freien Raum, weil der ist so frei, der Raum. Da ist gar keiner. Von daher vielleicht die falsche Entscheidung, hier den Ball dorthin zu schlagen. Ja, wir sind schon fast vor der Halbzeit. Also ihr seht schon, da ist nicht viel los. Und da fehlt uns natürlich auch ein Patrick Freier, muss man dazu sagen. Ja, und ein Mertinitz, der hat bisher ja, ordentlich gespielt, aber auch keine Wundertaten vollbracht. Wir schauen mal. Also da muss jetzt noch ein bisschen was passieren. Wir wollen ja das Spiel hier eigentlich gewinnen, das, wie gesagt, vom Papier her recht deutlich aussah. Deswegen wechseln wir mal zurück. Wir bringen Jones. Ja, das war's erstmal. Schauen wir mal, ob wir offensiv dadurch ein bisschen stärker werden. Und Jones, der kann ja natürlich jetzt noch mal ein paar Akzente setzen. Vielleicht kommen ja jetzt mal welche. Oder der Gegner, also wäre natürlich bitter. Hildebrand, Schaufler. Uiuiuiui, da in der Abwehr. Hildebrand, der auch immer für einen Bock gut. Ja, der hat auch Zeit. Und dann schlägt er den Ball mal zum Gegenspieler. Genau das habe ich erwartet. Aber starke Mann. Der bekommt den Ball hier vorm Gegenspieler. Ich weiß nicht, ob das schon die Chance war. Das wäre recht arm gewesen. Aber so wirklich, was machen die denn da jetzt? Hildebrand schon wieder. Der sieht schon wieder so aus, wenn er den gleich wohin schlägt. Aber diesmal kommt der Ball zu einem Spieler von uns, Jones im Mittelfeld. Ja, der jetzt mal mit dem Schipppass da wieder auf Strobel. Der sieht Reinhard außen. Reinhard, der könnte mal abziehen. Hat den Ball, kontrolliert ihn irgendwie. Und da ist er drin! Aus der Drehung! Und da ist das Ding! Da ist das Ding! Das 1-0 auswärts. Wichtiges Ding. Reinhard, der den Ball irgendwo auf halbem Weg. Ja, da war er zu schnell für den Ball oder was? Da hat er ihn irgendwie verloren. Dreht sich mit dem Rücken dazu. Dreht sich einfach rum. Lässt mal knallen. Und dann sehen wir das Ergebnis. Das schlägt nämlich da unten rechts am Pfosten ein. Das Ergebnis, das ist nämlich das 1-0. Ganz, ganz wichtig, wir wechseln den defensiven Mittelfeldspieler. Attila Baum, 73%, kann ein bisschen Pause vertragen. Und wir wechseln wieder den jungen Star hier, Ola Lekan, gegen Augusto Russo. Also auch da positionsgetreu. Und wir wollen natürlich auch jetzt in der Innenverteidigung nichts mehr ändern, auch wenn es reichen müsste. Aber es ist immer so eine Geschichte, da kann immer alles passieren in so einem Spiel natürlich. Das ist Fußball, bis zum Ende spannend, nur 1-0. Reicht es noch für uns? Wenige Sekunden auf der Uhr, jetzt ist die reguläre Spielzeit rum und es ist vorbei. Der Schiedsrichter pfeift ab, es war natürlich nicht die reguläre Spielzeit, sondern es war die Spielzeit plus Nachspielzeit, logischerweise, habe ich mich gerade versprochen. Trotzdem abgelaufen und der Schiedsrichter pfeift auch hier pünktlich ab. 3 Minuten angezeigt, 3 Minuten nachspielen lassen und das Ding ist vorbei. Neunkirchen 3-0 gewonnen. 41-42 hat Hauenstein. Die sind ein bisschen näher zusammengerückt. Wir haben uns ja noch ein bisschen entfernt. Hauenstein gewinnt 3-0 in Köllerbach.
Ja, da musst du auch erstmal gewinnen. Köllerbach, wie gesagt, auch nicht so schlecht unterwegs in der Tabelle. Trotzdem gut. Albrecht verletzt. Ist ja nicht von uns, genau. Von Salmröhr gegen den haben wir ja zuletzt noch gespielt. Glanzvorstellung. Reinhard spielt gut für Pirmasens. Wir setzen die Serie ungeschlagener Spiele fort. Und auch das für uns die Kernaussage, denn wir sind so, so stark in dieser Saison. Und wir können auch enge Spiele gewinnen. Und das ist ja das, was einen Top-Verein dann in dem Fall auch auszeichnet. Top-Verein natürlich in Relation zum Rest der Liga natürlich. Ne? Also ich meine, wenn wir von Top-Verein reden, dann reden wir natürlich über andere Schwergewichte im deutschen Fußball und nicht über den FK 03 Pirmasens. Aber vielleicht ist es ja bald soweit. Ob wir das in diesem Teil allerdings noch sehen. Ich habe einige gesehen, die auch geschrieben haben, ey, hoffentlich kannst du den Spielstand übertragen, da müsste man nicht immer von vorne anfangen. Ja, wäre eine sehr, sehr schöne, ein sehr, sehr schönes Feature, wenn man das übernehmen könnte in den neuen Tag. Ich bin allerdings eher skeptisch, denn nicht nur ist es so, dass die Portierung meist auf neue Teile nicht so wunderbar funktioniert. Das heißt, dann hast du im Anschluss irgendwelche Fehler. Zusätzlich haben wir ja hier einige Updates drin, zum Beispiel untere Ligen, etc., etc. Ja, das kann man ja nicht immer alles eins zu eins dann auch auf die neuen Teile übertragen. Ich hoffe, man muss recht wenig ersetzen, aber trotzdem kann es genauso gut sein, weil wir ja jetzt in der unteren Liga spielen, in der Oberliga Südwest, müssten wir natürlich auch wieder diesen Datenbanksatz haben, der überhaupt ermöglicht, dass wir mit dem FK 03 Pirmasens dann auch unterwegs wären. Von daher ist es vielleicht für den nächsten Teil dann nicht so ganz möglich, das Ganze. Da spielen natürlich einige Aspekte eine Rolle. Wir werden sehen, inwieweit die Portierung eventuell schon klappt. Und ob das überhaupt auf den Zetteln oder auf der Agenda vom Sega hier steht. Oder Sports Interactive, in dem Fall das Entwicklerstudio. Ja, aber wie gesagt, das ist noch Zukunftsmusik. Momentan sind wir ja noch dabei. Man kann den 2014er schon vorbestellen. Dann bekommt man ihn 2 Wochen, bevor das offizielle Release ist. Ich gucke gerade. Ne, war doch kein Tier hier. Ich dachte schon, da wäre eine Spinne auf meinem... Mauspad. Aber war nicht. Ja, wir gucken mal wieder. Ja. Alles so Dinge... Nicht so interessant. Wie gesagt, da müsste ich mal ran und das Ganze sortieren und ausmisten. Und ja, ich weiß. Ja, ich habe es schon 1000 Mal gesagt. Ja. Aber wie gesagt, einiges bleibt hängen. So, wir sind klarer Favorit. Wir schauen uns die Quoten an. Uiuiuiui, das ist besser als gegen Völklingen, logischerweise. Wir spielen gegen den Letzten. Also Mehring, die haben dicke Probleme. Und bei uns kommt Freier zurück. Also die Probleme werden nicht weniger. So, diese Woche gab es Spekulationen über die Zukunft des Betzdorf-Trainers. Ich sag mal, es ist ein hervorragender Trainer und man muss ihm ein bisschen mehr vertrauen. Jungs Mannen befinden sich derzeit mit 18 sieglosen Spielen in Serie in einem Formtief und finden sich als Abstiegskandidat wieder. Wir haben eine ausgezeichnete Chance gegen sie. Alle Mannschaftsteile bei uns sind gleich stark. Sebastian verfügt über, ja, wir sagen mal, die Fans waren einfach unglaublich. Ich weiß, dass Sebastian sich bei allen Fans für die große Unterstützung bedanken möchte. Sebastian spielt momentan fantastisch und verdient alle Lobeshymnen. Sebastian Reinhardt, der Mann, der uns ja eigentlich am Anfang der Saison verlassen wollte und den wir sogar fast verkauft hätten für einen sehr, sehr stolzen Preis in der Oberliga. Aber zu Recht haben einige gesagt, was willst du mit dem Geld? Dafür kriegst du nicht einen adäquaten Ersatz. Mag richtig sein, wobei wir haben viele Spieler gesehen, gescheitert wäre es ja fast eigentlich immer nur am Gehaltsbudget, das hätte man aber umlegen können, von daher wäre schon einiges möglich gewesen. Aber, alles nur Gelaber, wir haben ihn behalten, wir haben den Vertrag, glaube ich, sogar um 1 Jahr verlängert, wenn ich mich recht entsinne. Und das ist natürlich schon ein Meilenstein für unser Team, sogar zu gleichen Konditionen, wenn ich mich recht entsinne. Und hat uns natürlich... nicht wehgetan, sondern ganz im Gegenteil, hat uns sogar noch bestärkt in dieser Saison. Wir haben gesehen, ohne ihn geht es fast nicht. Von daher alles richtig gemacht. So, Freier kommt rein, Russo raus aus dem Kader, dafür Ola Lekan auf die Bank. Mertin Nitz darf wieder starten im Zentralmittelfeld, auch wenn die letzte Partie keine Offenbarung war. Wir müssen ihm natürlich auch die Zeit geben. Er ist 17 Jahre jung, damit der jüngste Spieler bei uns im Kader. Da sehen wir nochmal die junge Struktur, beziehungsweise die ausgeglichene Altersstruktur, die wir in unserem Kader haben. Ja,
Das ist schon das zweite Spiel in dem Let's Play. Mein Gott, das geht extrem schnell heute. Aber je mehr Spiele wir sehen, desto interessanter natürlich auch für euch. Ihr wollt natürlich auch sehen, wie geht es weiter mit uns. Wir wollen natürlich noch ein erhebliches Stück vorankommen, bevor der neue Teil kommt. Deswegen immer ganz nett, dass es hier nicht allzu lange dauert. So, wir lassen wieder den Co-Trainer ein paar Worte sagen. Erster gegen 18. Ja, und wir schauen mal, was da geht für den Underdog. Die Karten sind eigentlich klar verteilt. In weiß Mering von links nach rechts, Firmasens in blau von rechts nach links. So, und die ersten Minuten halten sie sich zumindest mal schadlos. Und da kommen sie sogar nach vorne. Ah ja, Schaufler, der lässt den Ball liegen. Uiuiui, da war mehr Glück als Verstand dabei. Der Ball aber auch wieder geklärt zum Gegner. Mering auf dem Vorwärtsmarsch. Spielen den Ball da ein bisschen hinten rum. Da müsste jetzt mal einer dazwischen klatschen, den Ball erobern. Stattdessen spielt uns Mering hier schwindelig. Auch nicht schlecht, aber da ist der Ball. Da ist der Ball. Beck, der den Ball gewinnt. Der den Ball köpft zu unserem Spieler. Freier wieder zurück auf Beck. Beck mal den Chippass zu Strobel in den Strafraum. Der legt den quer, da kommt Reinhardt. Oh, war das ein Foul? Nein, Freier! Patrick Freier, der wieder in den Kader gerutscht ist. Der macht hier das 1:0 in der 15. Minute. Da schauen wir uns das Ganze nochmal in der Wiederholung an. Da habe ich schon gedacht, Foul, aber dann kommt Freier hinten von der halbrechten Position und setzt den Ball in den langen Pfosten. Das oder in die lange Ecke, das war gut. Freier jetzt wieder raus. Oh, abseitsverdächtig, aber nicht. Mertinitz, na, was haben wir denn da? Uiuiui. Mertinitz aus der zweiten Reihe lässt mal einen hören. Und da ist das Foul von Murat Cel. Und das heißt für uns Elfmeter für den FK 03 Pirmasens. Und wer legt sich den Ball hin? Wer legt ihn sich hin? Wer möchte antreten? Wer möchte Verantwortung übernehmen? Es ist Schaufler, unser... Ich wollte schon gerade sagen, unser Routinier. Und dann haut er den hier aber mal ganz geschmeidig in die Wolken. Sergio Ramos lässt grüßen. Der Ball, den werden wir nie wiedersehen. Da gab es sehr, sehr lustige Witze dazu. Aber, das wäre natürlich schon mal die... Ja, also zumindest mal eine Beruhigung gewesen. Schaufler, der dadurch natürlich nicht besonders motiviert ist in der Halbzeit. Trotzdem, wir führen noch und die Karten sind eigentlich so gesetzt, dass wir hier auch die besseren haben. Reinhard, jetzt mal auf Strube. Können wir jetzt mal etwas erleichtern und auf 2 setzen. Freier dreht sich rum, Freier. Und was habe ich gesagt? Wie wichtig ist der Mann Patrick Freier? Wie glücklich müssen wir sein, dass der Mann sich nicht monatelang verletzt hat, sondern wieder bei uns im Kader ist. Da sehen wir jetzt gleich, wie der kommt. Mertin jetzt, der sieht ihn natürlich auch schöner. Freier dreht sich direkt um. Pohle weiß gar nicht, wo ist er, mein Gegenspieler? Wo will er überhaupt hin? Und da ist es schon passiert. Das 2:0. Patrick Freier mit dem etwas beruhigenderen Vorsprung jetzt für uns. Es ist noch nicht so, mit wir uns zurücklegen können, aber das beruhigt natürlich das Gemüt ungemein. So, 68. Minute. Geht da noch was für unseren Gegner? Oder setzen wir auf 3:0? Da wieder eine Ungereimtheit, der Ball in die Hacken gespielt. Das sind unglückliche Aktionen, aber sowas ist die einzige Chance, wie solche Teams dann natürlich ihre Chance bekommen. Hildebrand, der Ball ist wieder geklärt, wieder zum Gegner. Der spielt ihn jetzt mal raus. Linz, was passiert da jetzt? Müssen wir etwa nochmal Angst haben? Der kommt in die Mitte und da ist da der Anschlusstreffer. Und genau das ist das, wovon ich gesprochen habe. Klaus Medin jetzt, der muss jetzt hier ausgewechselt werden. 72%, da wechseln wir auch. Hildebrand mit der gelben Karte, aber da wollen wir jetzt mal nicht intervenieren. In der Abwehr, in der Innenverteidigung wollen wir eigentlich nichts auseinanderreißen. Trotzdem, ja, das sind so Geschichten. Ne? Da kriegt der eine den in die Hacke, dann geht der Ball unglücklich wieder zum Gegner und dann kommen die einmal nach vorne und dann steht es 1:2. Aber, noch hören wir und wir wollen natürlich hoffen, dass wir uns jetzt hier stabilisieren und nicht irgendwie anfangen zu schwimmen. Deswegen auch Jones, der vielleicht jetzt auch mit den Mehrligaspielen natürlich, mit den Plus an Ligaspielen vielleicht auch ein bisschen abgezockter ist jetzt als der eine oder andere. Wir wechseln auch mal den Schaufler. Der hat jetzt hier gerade einen Schlag abbekommen. Da müssen wir natürlich nicht bis zum letzten Moment warten. Wechseln auf der Linksverteidigerposition. Oh, wenige Minuten und da kommt der Gegner nochmal nach einer Ecke. Das wäre unglücklich, aber Reinhard bekommt den Ball. So, jetzt vielleicht mal der schnelle Konter. Der Ball ist gespielt auf Freier. Freier, der könnte jetzt mal Meter machen. Macht er auch auf der rechten Position halb rechts wieder. Spielt den Ball? Nein, er spielt ihn nicht. Was war da? Kein Foul, nichts. Da kommt der Torwart. Wo ist der Torwart? Da ist der Torwart. Stangemann bekommt den Ball. Was war das für eine Aktion?
Hätte man da nicht gerade Foul pfeifen können, hätte man da nicht die gelb-rote Karte zeigen müssen, aber keine Aktion vom Schiedsrichter. Houllier, der hat Platz ohne Ende, wird erst spät angelaufen, da bekommt er den Ball zurück. Houllier spielt ihn wieder zurück auf Reinhardt, der gerade erstmal aufgestanden ist. Jones da aus dem Mittelfeld, Houllier, Jones, aus 30 Metern. Roosevelt Jones und er haut den Ball eiskalt in den Giebel. Was für ein Tor, was für ein Tor. Und wir wechseln natürlich jetzt hier ein drittes Mal und schöpfen unsere Möglichkeiten aus. Hier im zentralen Mittelfeld wechseln wir einfach nochmal rum und bringen hier Ola Lekan im zentralen Mittelfeld, auch wenn das nicht seine Position ist, Jones. Da sehen wir jetzt leider mal, so, 30 Meter und ja, da halte ich mal drauf und dann ist der drin, der Ball. Unglaublich, was für ein Tor. Die richtige Einwechslung und mit dem glücklichen Händchen, das wir hier bewiesen haben. Und das sieht jetzt wieder alles nach Sieg aus. Auch wenn wir wieder ein blödes Gegentor kassiert haben, da könnten wir stabiler sein. Nichtsdestotrotz, der Sieg geht auf unser Konto. Der Co-Trainer will nichts Besonderes ansprechen, aber wir sind natürlich so nett und sprechen unseren Männern ein Lob aus. Und das wird auch positiv angenommen. So, 3:1, wir sind weiterhin Erster. 5 Punkte Abstand, Hauenstein gewinnt zwar, aber kommt nicht ran an uns. Ja, wir müssen doch nur mal geschossene Tore und Gegentore gucken. 51:12 und 28:8. Das spricht, glaube ich, eine eigene Sprache. Neunkirchen, ja, mit den geschossenen Toren sind sie ähnlich wie wir. Gut dabei, auch bei den Gegentoren sogar noch etwas besser als wir. Ja, aber insgesamt können wir zufrieden sein. Die Pflichtaufgaben damit erstmal abgehakt und können jetzt auch zufrieden erstmal auf die zweite Hälfte der Saison gucken, wobei wir ja schon eben der Rückrunde sind, wenn wir das so wollen. Aber jetzt kommt eine etwas längere Pause. Und deswegen auch die Pressekonferenz nochmal ansehen, Anschluss bedenken. Es ist immer gefährlich. Wir hatten in der Vergangenheit Probleme, einen Vorsprung über die Zeit zu reden. Daher war es heute nicht unbedingt nötig, bis zum Ende konzentriert zu bleiben. Ich sag mal, umso wichtiger ein 2-Tore-Vorsprung. Ja, das Selbstvertrauen ist da, hundertprozentig. Meine Jungs schäumen nur so vor Selbstvertrauen. Es kann sich nur positiv auswirken. Patrick war einfach überragend heute. Patrick Freier, wie gesagt, der kam zurück, macht mal direkt einen Doppelpack. So kann man sich wieder ins Team integrieren. Sogar sehr, sehr gut, finde ich. Ja, also mir hat es gefallen. Ich hoffe, euch auch. Wir stehen natürlich sehr, sehr gut da in der Liga. Muss man einfach mal so sagen. Nach 19 Spielen, nach 19 absolvierten, haben wir 50 Punkte auf dem Konto bei 16 Siegen, 2 Unentschieden und nur einer einzigen Niederlage. Und das war gegen Rosbach. Die wollen wir natürlich rächen, die Niederlage, wenn es denn wieder zu dem Duell kommt. Erstmal haben wir jetzt eine kleinere Pause mit vielen, vielen Freundschaftsspielen. Da können wir vielleicht mal gerade auf den Spielplan gucken. Und da sehen wir jetzt auch 29.12., 5.1., 12.1., hier, das ist mir zum Beispiel zu eng gepackt. Das werden wir jetzt mal absagen. Das werden wir absagen. Das war mir jetzt tatsächlich zu eng gepackt hier. Sonst passt es. Und am 2., also im Februar erst, geht es weiter gegen Arminia Ludwigshafen. Vorher also 2, 4, 5 Freundschaftsspiele. Das entspricht so ungefähr 3 Let's Plays. Ja, aber das kriegen wir hin. Ich speichere mal. In der Zwischenzeit verabschiede ich mich von euch. Also, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir setzen unsere Serie der ungeschlagenen Spiele fort. Wir sind also seit 18 Spielen mittlerweile ungeschlagen. Und das ist doch meine Hausmarke. Wir spielen teilweise richtig, richtig attraktiven, offensiven Fußball. Und ich denke, wir haben einiges umgestellt. Für euch ist es hoffentlich gut ansehbar. Wir haben das Tempo minimiert oder reduziert und haben die Wettquoten jetzt auf dezimal gestellt. Von daher hoffe ich, dass ihr in Zukunft auch einen etwas besseren Überblick habt über alle Spiele. Also bis zum nächsten Teil. Euer Ken Trigo.